Weil ja, es gibt doch ein paar Sachen, die ich noch nicht getan habe. Und die man ja tun sollte. Erstmal auf die Karte, weil ich glaube. Das glaube ich schon. Geh jetzt mal zum Wortmarkt. Okay. Wir haben ja eigentlich immer noch diesen Dämon. Mikado, nein, der heißt nicht Mikado. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Wenn er von dieser Dämon, der noch zu Menschen werden will, bei dem ich noch 40 brauche von diesen Juwelendingern und ich hoffe jetzt einfach mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der nette Typ dieser Wahrsager mir das zeigen kann. Das wäre ziemlich geil. Da ist er. Du bist ein junger Freund, danke, und ich wieder bla 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 bla. Ja, wenn ich dich belohne, bräuchte ich dir nur einen halben Preis. Bleib für den Heim, mach ich einen solchen Preis, junger Freund. Fünf Rubine, ja bitte. Schicksal oder Schätze? Schätze? Aha. Ah, komisch. Oh, ich sehe es ja. Ja, ich sehe ganz viel vor mir. Oh, ein Wald, ein Land voller Sand. Ein Feuerberg und dazu gleiche Monster. Bei welcher Schätze soll ich meine Kristallkugel befragen? Der Wald, ah, ich sehe ihn deutlich vor mir. Du kannst Vogelfedern und Bienenlarven finden. Fange keine Vögel mit einem Netz. Eigentlich wollte ich was zu meiner Liebe oder so. Okay, und Schicksal? Vielleicht ist da was dabei? Okay, jetzt sag mal einfach, wo ich hingehen soll. Oh, ich sehe es, ja, ich sehe es gerade vor mir. Was hast du nur getan, Junge? Von der Insel der Göttin ist aus dem Wortmord verschwunden. Doch ich sehe, dass du dies aus einem guten Jungen getan hast. Nun kann ich dir nur noch eine Sache mit auf den Weg geben. Folge deinem Herzen, junger Freund. So. Ich glaube, schade, weil. Ein anderer Wahrsager, also in Twilight Princess, den konnte ich ausfragen über Reichtum, Liebe und noch irgendwas. Und wenn ich jemand liebe. Wenn er nicht Liebe will, dann zeigt er mir eigentlich ein Herzteil. Zeigt einfach wo irgendwo ein Herzteil und das kann ich dann nehmen. Aber auf diese Art, wie ich das sehe, geht das wohl nicht. Na gut, mal schauen, überlegen wir mal. Ich habe ein Herzteil und mir fehlen noch 4 Herzcontainer. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass ich vom letzten Gegner keinen Container bekomme, sind das also 4x4, 16 Container, minus 1 sind noch 15 Stück. Ganze 15 Container. Einer ist beim Donnerdrachen. Diese Prüfung da, wenn ich da nach, glaube ich, 5 Kämpfen aufhöre, schenkt er mir ein Herzteil. Dann hat einer von euch gesagt, bei Terry kann man ein Herzteil kriegen, den man zuvor diese Herzmedaille kauft. Genau. Und ja, mehr glaube ich weiß ich gar nicht im Moment, das ist ziemlich hackig eigentlich. Dann will ich kaufen diese Herzmedaille, weil die glaube ich verdammt teuer ist. Oh, geht so. Weil ich mir gerade überlebe, ich habe jetzt 2 dieser Lebensmedaillen, die simulieren ihren Herzcontainer. Also kann ich eigentlich 22 tragen? Also nein, tragen. 22 Herzen haben? Okay, und das war... Naja, Insektenmodell. Ja. Ich hab nicht so viel, tut mir leid. Wie komme ich auf Herzteile? Kann ich nicht irgendeine Ara-Suche oder so bekommen, frei?
Autsch. Ah, gehen wir eh mal zur Ritterschule. Ja, die sind jetzt noch die. Nein. Von. Oh fuck, von Gruß habe ich schon ein Herz bekommen, der kann mir so keins mehr geben. Muss nicht seine maximale Punktzahl erreichen. Wobei ich bin Scharfschützen 20, könnte es auch so tun. Kein Problem. Aber. Die Frage ist halt, wo kann es noch Herzteile geben? Wo ist Rax und Struz? Das Badersreich? Gruß, da müsste das da Rax und Struz sein. Da, weil ich jetzt kurz pennen. Verkaufe ein paar Insekten, wenn es geht. Dann suche ich mal nach allen hier rumliegenden Juwelen der Güte. Und ja. Ja, schon. Immer nachts in die Höhle am Wasserfall versammeln sich Himmelsvater an einer Stelle, obwohl dort anscheinend nichts Besonderes ist. Ich würde interessieren, warum sie gerade dort zusammenfinden. Wenn das interessant findest, solltest du mal nachts in die Höhle gehen. Und, welches Sex müssen wir heute am Berg kaufen? Aha. Na gut, die müsste glaube ich alles haben. Verkaufen. Mhm. Na, alle drei. Habe ich eine Ranella-Meise? 20 Exemplar, wie viel habe ich denn? 2. Ja, alle. Oh, es kribbelt. Aha. Ja, Gott, wieso musste mir jedes Mal das Ganze? Kann ich einfach alle Insekten verkaufen, die ich habe? Boah, ich hoffe, ich habe viele davon. Alle! Lach mir nicht aus, Mann. So, und jetzt dieses dritte. Was war das dritte? Himmelsanbeterin. Habe ich die überhaupt? Insekt 3. 10. 1? Alle von mir aus. Nimm das Scheiß rein. Ja. Was hättest du Ameisen in der Hose? Mein Gott. Na gut, Arosuche. Ich finde es gerade interessant, dass Fei zu dem ganzen. Stimmt ja. Dass Fei zu dem ganzen. Zu den ganzen Ereignissen jetzt nichts gesagt hat. Dass der Todes. Der Todbringer wiedergekommen ist, dass Zelda entführt worden ist, dass Griarim verschwunden ist, dass Griarim ein Schwert ist. Ist dir alles egal? Einfach so. Okay. So, wir gehen jetzt auch mal in diese Höhle, die uns der gute Freund hier empfohlen hat. Na, das sind 5 Rubine und nicht. Ist das vielleicht im Haus oder was? Ja, bitte öffnen.
Ah. Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Dieses Juwel ist so wie immer und immer, was sag ich immer, aber... Morsego, ja! Sein Name ist so komisch, den kann ich mich nicht merken. 61 erst. Und anscheinend habe ich noch eine Quest nicht gemacht. Also hier ist eh nichts. Ich wusste gar nicht, dass die hier wohnen. Ich wusste nicht mal, dass hier ein Haus ist. Was? Stru meint, er will auf einer Insel in der Sturmwolke Insekten versammeln und so ein Insektenparadies vergrößern. Ob ich das sage? Moment, der Typ! Der Typ, Moment, muss ich kurz überlegen. Der Typ hat mir noch keine 5 Juwelen gegeben. Rein theoretisch könnte das eine Lösung sein. Ja, schnell hoch. So, noch ein Juwel. Mhm. Genau, das heißt Eck. Ich muss eigentlich nur du. Schade, dass ich nicht so ein episches Notizbuch habe. Unter mir da was. Unter mir? Okay, das scheint ziemlich groß zu sein, das Teil, wenn es so... Monsterklaue, aber warum nicht? Aha. Gut, ich denke, ich werde das doch mal so tun, rein um es halt 100% zu haben. Zumindest jetzt die Herzteile zu. Weil die Herzteile kacke mich irgendwie total an. Weil ich nicht danach suchen kann. Also nicht gezielt. Das kotzt mich ein bisschen an. Au. Okay, ich werde nachher tauchen gehen. Okay, was war das? Hier in der Höhle sind irgendwo... sind irgendwo Schmetterlinge, die an einem Ort rumfliegen, an dem nichts Spezielles ist. Ich sehe keine. Ach ja, da was. Oing oing. Psst, ganz ruhig, Junge. Ich betreibe hier nämlich einen geheimlichen Handel mit Schätzen, weißt du? Und ich habe alles, was dein Herz begehrt. Wenn du mich liebst, verkaufe ich dir die seltensten Schätze, die es gibt. Er verkauft Schätze? Ganz billig wird die Sache jedoch nicht, aber wenn man die gewünschten Dinge nicht findet und einfach keine Lust hat, danach zu suchen. Tja, Alter, der kann Gedanken lesen, ey. Los, Herzteile her. Komm eben zu mir. Lass auch Lust auf einen kleinen nächtlichen Einkaufszug im Reich der Schätze. Ja, ja, ja. Welchen dieser Schätze willst du denn haben? Ja. Yeah. Was anderes? Was anderes? Naja, wie wär's denn mit den Prachtstücken hier? Nee. Was anderes kann ich leider nicht anbieten. Das musst du dir dann schon selbst besorgen, mein Freund. Oh Mann. Niemals. Ja gut, warte, was brauche ich denn eigentlich? Ich glaube, ich wollte eine Schmuckschale, wenn ich... Warte, was ist denn der Preis? Was? Zu teuer, sorry. Ja, das stimmt, ja. Wir sind nicht wirklich haben. Toll, wie komme ich jetzt leicht an die Herzteile, ohne jetzt im Internet nachzuschauen? Das tut man bei Blind Runs nicht. Pfff.
irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt den Boss besiegen würde, den Endboss, dann würde mir Fa irgendwie so am Ende ein Herzteil, Autosuchteil geben. Und ich würde dann vermutlich ragen, weil ich zuvor halt wirklich alles gesammelt habe. Gehen wir jetzt mal ins Wasser. Und tauchen mal da runter. Und ich sehe ein Heiß, der so ein Ding. Hoppla. Da. Boah, ist immer noch eine Truhe, die geschlossen ist. Das Dumme ist, ich kann nachts nicht wegfliegen. Und hier ist irgendwas. Man sieht, dass da was ist. Aber ich weiß nicht wo. Au. Einfach irgendwo da, ich meine. Oh Mann, diese scheiß Fledermäuse. Vielleicht meint er nicht direkt darunter, sondern diesen Weg hier. Ende. Bei hier habe ich gerade schon mal eins geholt. Ja. Muss jetzt plötzlich weg. Okay, komm mal näher. Ah, da ist es. Ein Juwel der Güte. Frage ist jetzt, ob hier noch eins ist. Wenn nicht, dann gehe ich mal zu Kürbisbaum und zu Terry. Weil ich dabei erst zu Terry gehen will. Hier ist wohl keins mehr. Ja, rein theoretisch müssten es noch. Oh nein, auf der Seite. Noch zwei müsste es geben, die. Also zwei einzelne. Und der Rest wäre dann theoretisch so im Fünferpack. Würde ich jetzt für logisch halten. Okay, gehen wir mal. Pen. Ich weiß nicht mal, wo Quests verfügbar sind oder wie ich die freischalte oder so. Es könnte noch eine Menge Parts werden. Na gut, das bringt nichts. Bis ihr das hier seht, bin ich vermutlich schon fertig mit dem ganzen Quatsch. Die Frage, ob ich den Bosskampf machen soll und einfach danach quasi so zum Abschluss alles einsammeln oder alles einsammeln und dann den Bosskampf. Und halt das Ende sprich das Ende so. Zack. Weil die Herzteile könnten aber wirklich lange dauern. Und alleine vom Donnerdrachen, bis ich mal wieder alle besiegt habe und so.
zu verbanden. Und diese Seilen, die haben bestimmt auch irgendwie einen Nutzen. Oh, tatsächlich. Mhm, ja, das ist bestimmt scheiß teuer. 1600, ey. Ich muss jetzt mal wieder voll Kohle schaffen. Nein, was tue ich denn da? Nicht bis morgens, bis Nacht. Ich denke, am besten wäre es eigentlich auch, wenn ich nochmal in alle drei Gebiete nach unten gehen würde und mich Taura suche, diese Blöcke suche, damit ich halt oben hier alles aktivieren kann. Dann komme ich bestimmt auch zu Kohle und bestimmt zu ein paar Herzteilen. Ah, hier ist tatsächlich eins. Was? Die Kürbisbar. Das ist die Kürbisbar. Das heißt, dass es hier nichts gibt. Und da oben war ich hier, glaube ich. Nein, Moment, die Truhe ist noch nicht mal aktiv. Noch schlimmer. Fuck. Ja, ich habe noch eine Menge Truhen, die ich eigentlich erwecken kann. Na gut, fliegen wir mal zum. Erstmal fliegen wir zu. Nein, bis fliegen wir später. Erstmal fliegen wir in die Luft, in diese Wolke und suchen dieses Käferparadies. Ich denke, dass der Typ uns dann dort ne Ding gibt. Wobei nein, wir fliegen zuerst zur Kürbisbar. Weil der Typ, dieser Stru, tagsüber in der Kürbisbar ist. Gott, bei meinem Pech wird jetzt, dass ich jeden Käfer einmal dorthin bringe und deshalb habe ich ihm ein paar verkauft. Ja, das wäre so ein Pech. Also, wo lang? Geradeaus. Abspringen? Nö. Noch nicht. Okay. Ja, irgendwo müssen ein paar Juwelen sein. Ich hoffe gleich beide. Wenn meine Theorie stimmt natürlich. Hey Kumpel. Rücklitten bitte, ich zeige dir, wie das gemacht wird. Ah, gut, dass es dir gut geht. So, da sind wir jetzt wieder in einem scheiß Laden. Mit einem epischen Kronleuchter. Ob ich den wieder zerstören könnte? Wo ist der Typ denn jetzt hin? Oh, das heißt, er ist schon. Komm schon. Dann mache ich mir alles andere kaputt. Kürbisse. Na gut. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind ja auch hier wegen den Juwelendingern. Ich jetzt kurz hier hinlegen. Was, wenn es nur 70 gibt von den Dingern? Ich meine, die beiden, die ich noch finde, und die 5 von Stru, das sind genau 70. Und sonst habe ich, glaube ich, allen geholfen, die es gibt. Alarm.
Alarm, 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 Alarm. Oh, da bist du ja. So, ihr werdet die Güte. Mhm. Hey, der Typ da hinten, der ist normalerweise im Bazaar. Auf dem Bazaar. Ich wusste nicht, dass es Leute gibt, die sogar über der Kürbisbrei den Paraschall ausbreiten. Was? Übrigens, es soll ein schillerndes Tier geben, das dann nur dann auftaucht, wenn man von seinem Wolkenvogel abspringt. Nämlich widerfährt jedem, der diesen Tier begegnet, etwas Gutes. Werde ich mal testen, wollte ich mal über... Ja so, hier wegfliegen. Jetzt aber... Warte, nein, jetzt gehe ich raus. Eins fällt mir noch und ich hoffe, es ist hier draußen irgendwo. Da unten. In dem Kürbislager. Da. So, 65. Wenn ich Glück habe, habe ich wirklich recht und ich brauche nur noch 5. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich andere 30 finden soll. Wahrscheinlich da alles zu sein. Na, da ist er. Ohoho, es geht doch nichts über einen guten, ausgefüllten Arbeitstag. Und die junge Dame strahlen zu sehen, ist genug Lohn für all die Plackerei. Manchmal. Mal. Ist dir aufgefallen, wie mich die Kleine ansieht? Ich denke, sie hat sich in mich verliebt. Na, also werde ich doppelt so hart arbeiten. Du bist du naiv. Bei der Ort ist episch. Ist schon möglich, wenn sie auf Berthe steht und wenn sie sich nicht verliebt haben. Okay, jetzt kommt die große Herausforderung. Das hier ist der wahre Bossfight. Ich will, dass der Typ mein Spiel anerkennt. Ich will, dass er es gut findet. Okay, komm schon. Oh fuck. Fuck, okay, ich verhänge das hier. Tada! Fuck yeah! Du warst einfach unglaublich! Dein Niederspiel und meine Stimme haben perfekt harmoniert! Du hast eine neue Bewunderin! Ich kann es kaum erwarten, dich wiederspielen zu hören! Ich glaube, der bärtige Mau hat Konkurrenz bekommen. Spitzenleistung, das war einfach fantastisch! Wir sind auf die zahle ich dir 50 Rubine? Das ist dein Ernst? 50 Rubine? Das ist eine Enttäuschung, ganz im Ernst. Das ist ziemlich. Ich habe gehofft, da gebe ich irgendwas episch oder so. Oder 100 wäre auch schon noch. Aber 50? Naja, immerhin habe ich mir selbst bewiesen, dass ich es kann. Es ging nur darum, dass ich weiß, dass ich es kann, wenn ich will. So, jetzt habe ich einen besseren Plattenvertrag.
Also springen wir jetzt erstmal über dem über den Kürbisbau ab. Damit wir sehen, was der Typ eigentlich jetzt meinte. Aha, der meinte da die. Aha, hier rein. Okay, also gut, jetzt muss ich einfach episch mit dem Parashah landen. Wo ist das Ding? Oh, ich glaub grad darüber. Schaff ich wohl nicht. Moment mal, ich glaub da unten war noch was. Tatsächlich, da ist noch eine Schatztruhe, die natürlich nicht aktiv ist. Gott, ich muss doch hier in den scheiß Schornstein liegen können. Fuck yeah, fuck yeah! Nein! Ja, ich wette, da kann man gar nicht rein. Ich muss genau perfekt darüber landen. Nee, das ist doch unglaublich. Nein, da komme ich nicht rein. Not possible. Ja, egal. Glaube nicht. Na gut, wo ist jetzt diese... da hinten. Auf einer Insel, das müsste sicherlich die hier sein. Aber ich muss sie nicht markieren. Dann gehen wir jetzt einfach mal dorthin. Und holen uns diese 5... Juwelen der Güte. Und wehe, dann ist das nicht verbracht. Wehe, dann wird dieser Dämon nicht zu Menschen und beschenkt mich mit unendlich Kohle. Wie in Ocarina of Time. Das könnte mein Geldproblem so ziemlich lösen. Das wäre ziemlich geil. So, schnapp uns kurz diesen Boost von hier. Weil ich dort eigentlich Hunde. Ah! Yes! Fuck, nein! Verdammte Remote, ey! Ich will den scheiß Stick benutzen, um zu fliegen. Also ganz vorsichtig. Das hat's nicht gebracht. Also, irgendwo hier. Mal gucken, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5 liegen das da. Da schon bestimmt nicht, aber alles andere könnte sein. Da ist sogar, glaube ich, eine Vorstadt oder so. Na gut, wir gehen mal alles durch. Sieht so aus. Na gut, nächste Insel.
Ja, diese Insel sieht größer aus, also könnte auch was sein. Ich war hier, glaube ich, noch überhaupt nie. Ich meine, da hinten waren Vögel. Vögel. Schmetterlinge. Leap of Faith. Okay. Okay. Oing oing. Monsterhorn und Pip. Erweist du dich im Insektenparadies? In weniger als 10 Minuten als Experte hältst du vielleicht seltene Insekten. Insektenparadies? Das heißt, das ist ein offizieller Ort. Also muss dieser größere hier sein. Ich meine, hier war ich doch schon mal. Au. Au. Was erhitzt man ihr Gift? Ja, hier war ich schon mal. Wenn ich mich gut daran erinnere. Aber... Das ist das Ding von vorhin. Insekten. Ah, da ist er. Hey Link, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesem dichten Nebelgrat und fand mich urplötzlich auf dieser Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für viele Insekten ist? Ich glaube, ich werde hier Insekten züchten und versuchen, alle nur möglichen... Oh nein. Hey, möchtest du dich vielleicht auch in der Insektenjagd versuchen? Ich habe ein paar für dich freigelassen. Um es interessanter zu gestalten, gibt es 2 Stufen. Eine für Anfänger und eine für Experten. Ich kann dich allerdings nicht umsonst teilnehmen lassen. Anfänger zahlen 40 Gebühren, Experten 50. Na gut, toll. Ich werde dir deine Zeit nehmen. Wenn du dich als flinker Fänger erweist, gibt es einen Preis. Als Anfänger musst du je ein Insekt aus insgesamt 5 verschiedenen Arten fangen. Bereit? Aha. Das ist wohl von Menard Herzteil. Ein Wolkenhirschkäfer gefangen. Okay. Den habe ich schon mal. Huah! Oder Hindernis-Parkour. Okay. Wilde Libelle. Oh, die war nicht mal auf der Liste. Die auf der Liste? Der Fasche. Oh, diese scheiße Motion Plus Steuerung. Ja. Ja, ich glaube doch, du bist dabei. Nein, nicht. Du auch nicht. Irgendwas, wenn ich nicht so unter 2 Minuten schaffe, bekomme ich ja was. Samtzikade. Oh nein, Bienen. Yeah. Doch dich aber. Mhm. Mistkäfer. Ach so. Nein. Ja. Also können die alle sein. Ist das eine Marienkäfer? Grille. Hab ich. Pyrohüpfer? Ach, das war er nicht? Nein, das ist von der Gottesanbeter. Oh, Marienkäfer.
Den Schmetterling brauche ich nicht. Das nehme ich mal mit, wieso nicht? Ihr Riesenkäfer? Brauche ich nicht, aber ich nehme ihn mal mit. Ach, ich habe schon über 2 Minuten verschwendet. Fuck, ich bin so ein Idiot! Ich sehe unten was. Das ist ein Schwarm oder sowas. Das muss irgendwie was sein. Das sind Libellen. Okay, wo sind diese, wo ist diese scheiß, Futtersanbeterin und wo ist dieser komische, das muss so eine Art Skalaborn sein. Ah, da, nein. Nein, den Skalaborn habe ich ja schon. Wo bin ich in dieser Grube? Das ist eine Libelle. Mistkäfer. Ameise, die ich schon habe. Also hier müsste es noch ein paar Käfer geben. Ist auch noch eine Libelle. Und hier kann man tauchen. So, dann können wir also doch durch. Ich finde die beiden Käfer nicht. Wolkenglühwürmchen. Ach, ah, das waren Glühwürmchen. Na gut, dann muss hier auch irgendwo diese verdammte Futtersanbeterin sein. Oh, das sieht fett aus. Den habe ich schon. Nein. Suche ich mal hier. Ich sehe nur Libellen schon wieder. Wie die seine Käfer einfach fehlt. Na Moment, das ist er doch. Ja, das ist er. Nimm das mal bitte hin. Ey. Ende. Wow, fast 5 Minuten. Fertig, das waren alle. Ich habe schon damit gerechnet, dass du so lange brauchst. Das ist ein beschädigter Insektenart, nicht nur an einer Stelle suchen. Es ist nicht verkehrt, auch an anderen Orten die Augen offen zu halten. Versuch beim nächsten Mal unter 3 Minuten zu bleiben. Hier hast du 30 Rubine. Unter 3 Minuten, das müsste ich eigentlich schaffen. Solange sich die Orte nicht ändern. Hoffen wir, dass es nicht so ist. Hoffen wir, dass es so ist. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist so. Da ist sie. Ey, ihr verdammten... Ich habe keine Zeit für euch. Okay, gut, der Marienkäfer ist ja von dort unten. Das heißt, ich könnte das jetzt sogar unter 2 Minuten schaffen. No! Nein!
plötzlich ermordet. Egal, es ist der Marienkäfer. Ah, fuck, das ist, nein, es ist ein Gott, ein Gotteszombie. Nein, es ist keine Gotteszombie. Okay, das Ding versteckt sich unter Krügen, also rennt habe ich ja Glück. Weil hier ist ein Krug. Scheiße, ey. Ich sag einfach versaut habe. Scheiße, ich schaff's jetzt nicht unter 2 Minuten, außer dass ich respawn wieder. Ey, es respawnt! Komm! Boah! Hätte das an alle. Unglaublich. Aber vergiss eins nicht, dies war nur die Anfängerstufe. Such dich beim nächsten Mal ruhig an der Expertenstufe. Und wenn du darin wirklich gut bist, kannst du vielleicht schon bald 5 Insekten aus meiner Sammlung deine eigenen nennen. Hast du jetzt gerade einen Himmelsvater geschenkt? Oh, dafür soll ich den Himmelsvater. Na gut. Und sei immer schön lieb zu Insekten, versprich mir das. Da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Wobei. Was ist? Ah, Batterien. Ja, ja. Ich hasse Insekten. Oh, da hinten sagt noch eine Truhe. Also gut, hey, mit der Expertenstufe. Mal schauen, was ich hier tun muss. Deine Zeit nehmen. Wenn du dies auch als flinker Fänger weißt, gibt es einen Preis. Als Experte musst du 10 Insekten aus insgesamt 8 verschiedene Arten fangen. Bist du bereit? Tschüss, los. Na gut, welche haben wir denn? Was? 2? Ah ne, na gut, die meisten haben wir hier schon gefangen vorhin. Also. Meint das was? Wieso habe ich einen Schmetterling? Wenn doch, ich brauche eine Libelle. Okay, ah, den Ding habe ich gar nicht gebraucht. Dann ist hier ein Mistkäfer. So. Dann. Den habe ich jetzt verscheucht. So. Dann. Meine Himmelsfalter nicht vergessen. Hätte ich ein größeres Netz, wäre so viel einfacher. Komm her! Libelle brauche ich nicht. Dann. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Nehmen wir mit. Gott! Hey! Das ist so ein Scheiß. Hier müsste nur noch ein Ding sein. Da. Und noch ein. Okay. Nicht aufpassen, dass ich nicht zertrete. So. Dann. Ein Herkuleskäfer, den anderen, den ich verscheucht habe. Also hier erstmal den auspacken. So. Pack 2 Minuten sind schon vorbei. Ich brauche nur noch 3. Einen habe ich hier. Genau. Okay, noch ein anderer Springer, der müsste hier sein. Ja. Okay, und der Herkuleskäfer müsste eigentlich da sein, genau. Tada! Oh.
Fertig, das waren alle. Hui, ein echter Rekord. Du darfst dich nun zu Recht als zweitbester Insektenfänger gleich nach mir bezeichnen. Such mal nächstes Mal unter... Alter, wie er mir Insekten schenkt. Was soll ich mit Insekten, ey? Die verkaufe ich ihm ja sowieso wieder. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Immer schön liebt Insekten sein. Aha. Da fällt mir immer eine lustige Geschichte, obwohl Schnecken sind ja keine Insekten. Aber ich tue es. Gut, wir haben es einfach mit Insekten getan. Und zwar mit einem Grashüpfer. In der Schule damals. Haben wir halt einen Grashüpfer entdeckt und dann haben wir den verfolgt. Und haben versucht, dass er. Wie war das nochmal? Dass er. Auf. Dass er vor unserem Fuß landet. Und als wir das geschafft haben, also sobald er auf unserem Fuß gesprungen ist, haben wir quasi so den, ja, so gekickt, haben den Fuß weggeschleudert. Ach fuck! Ich sollte mich konzentrieren, wenn ich das. Kann ich nochmal starten? Würde ich gern nochmal anfangen. Wie kann ich die Geschichte. Ja, wie gesagt, wir haben den. Haben gewartet, bis er auf unsere Schuhe gesprungen ist und haben den halt voll weit weggekickt. Da komme ich ja leicht an den Herkuleskäfer. Ja, es nervt. Also nochmal. Doch, ich kapiere es, aber. Ich hab mich ein bisschen ablenken lassen müssen. Also, ich schwöre bei Gott, ich bekomme nicht 5 Juwelen oder Herzteile. Ich will zwar lieber die Juwelen, aber. Ich nehme auch kein Herzteil, ist auch okay. Okay, volle Konzentration. Wir sind ein Käfersammler. Ein Käferfreak. Wir lieben Käfer, wir lieben Facettenaugen. Also Libelle anvisiert und gefangen. Mistkäfer anvisiert. Werden verarscht. Aber wir fangen ihn. Ey, willst du mich? Ja. Ich weiß, ich sollte langsam und geduldig an die Viecher rangehen, aber ich will das nicht hinter mich bringen. Ja. Fuck, wie ich hinter. 50 Rubine verliere, scheiße. Okay, ich sollte doch ein bisschen aufpassen. Okay, also. Ganz vorsichtig und langsam. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Bälle brauchen wir. Den nicht erschrecken, dass er nicht runtergeht. Da. 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 Runterspringen. Alter fangen. Mehr brauchen wir nicht. Da runter gehen. Ey Gott, diese scheiß Insekten! Wie kann man die nur lieben, ey? Scheiße.
Dich auch? Ah, fick dich! Tut mir leid, ich bin ausgerüstet. Egal, ich... Ich drehe noch durch, ich bin sehr... Und ich hasse Spinnnetze, das ist unglaublich, wie die nerven. Egal, ich könnte es eventuell sogar noch schaffen. Weil der Beetle, der andere, der ist jetzt hier oben. Der Herkuleskäfer. Ich mache eigentlich nur noch den verdammten... Verdammten... Nein, ich mache noch den anderen, das schaffe ich nicht in 2 Minuten. Scheiße, ich hätte es geschafft, hätte ich den anderen nicht knapp. Scheiße, das ist jetzt echt nervig. Na egal, beenden wir es, wenn ich schon mal dabei bin. Oh, die respawnen sogar. Fertig, das ist einer. Hui! Ein echter Rekord, du hast dich nun zurecht, das Halbbeste, bla 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 bla. Ja. Noch wieder 5 Ameisen. So. Aha, ja. Also nochmal. Ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Einen schönen Parcours. Aber ich glaube, ich habe den zweiten... Warte mal. Hier fange ich schon den. Oh fuck, das heißt nicht gut. Wie das einfach die schlimmsten Viecher aller Zeiten sind. Fick dich! Glaub's ja nicht, ey. Doch ein größer Scheich. Hätte ich dieses größere Käfern, jetzt hätte ich den schon längst. Also nochmal. Wie ich jetzt mit das hier wieder so viel Geld verschwende. Und wenn ich bekomme am Ende noch irgendwie eine Käfertasche oder so. So, der erste. Und jetzt. Warte, ich bin doch ganz leise und langsam. Da. Der zweite, dritte sogar. Dann der hier. Jetzt schnell, bevor mich die Fliege ablenken. Gut, runter. Wo ist der Scheiß Schmetterling? Da. Mann! Ja, ja nicht. Ja. So, in der Luft gefangen. Fuck, fuck, fuck! So, nur, sind nur noch 2. Müsste ich schaffen. Einer ist hier. Da. Und der andere. Doch, das schafft. Der andere ist hier. Drüben. Da.
Nein, andere. Fuck yeah. Das war knapp. Fertig, das waren alle. Aber das ist unglaublich. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass du der beste aller Insektenfänger bist. Was belohnen wir dafür? Gibt es von mir 5 Insekten. Und zwar ganz... 5 Wolkengewürmchen, nicht Wolken... Und sei immer schön lieb zu Insekten, versprich mir das. Ich hack dir gleich deinen Kopf. Mann, ey! Jetzt bin ich den ganzen Weg hierher, hab die Insekten gefangen, bekomme weder diese Juwelen der Güte noch ein Herzteil. Aber das ist mein Epic Fail.